Ja, wir warten natürlich gerne noch so lange, bis wirklich alle Bestellungen aufgenommen sind, weil davon lebt die Schaumburg. Oder zumindest ist sie das ja sehr wichtig. Grundsätzlich sind wir sehr, sehr gerne hier und bedanken uns sehr herzlich bei der Schaumburg, dass wir hier sein dürfen. Es ist nicht selbstverständlich. Dass wir so kurzfristig noch einen Raum bekommen haben. Wir haben erst vor einem halben Monat angefangen, diese Veranstaltung zu planen. An der Stelle auch vielen Dank an Franz, der die Technik heute macht und auch das wunderschöne Plakat entworfen hat, das vorne, das draußen steht. Ohne die Schaumburg und ohne Franz wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. An der Stelle vielen Dank an die beiden. Das Erste, was mich interessiert, ist, wir haben dich gerade im Film gesehen, ganz am Ende. Die Juventa wurde beschlagnahmt in 2017 und seitdem ist doch einiges passiert. Kannst du, Pia, uns einen kurzen Abriss geben, was passiert ist? Ja, die Juventa liegt immer noch an der Kette in Trapani auf Sizilien. Da wurde bis in oberste Instanz geklagt, aber das Schiff ist nicht freigekommen. Über die letzten anderthalb Jahre wurden die Kriminalisierungsmaßnahmen gegen NGOs, Schikane in verschiedenen Häfen, die Schrauben immer weiter angezogen. Italien hat völkerrechtswidrigerweise die Häfen geschlossen für Flüchtlinge oder für Schiffe, die Flüchtlinge an Bord haben. Gleichzeitig wurde, was auch im Film schon angesprochen wurde, die sogenannte libysche Küstenwache immer weiter unterstützt und durch die EU mit Schiffen und auch Waffen ausgestattet und ist mittlerweile deutlich mehr im Mittelmeer aktiv und führt dort entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention regelmäßig sogenannte Pullbacks durch, wo die Leute, die eben genau aus Libyen flüchten, genau wieder dort abgefangen werden und zurück in die Internierungslager geschleppt werden. Diese Milizen treten auch den NGO-Schiffen gegenüber sehr aggressiv gegenüber. Ein Schiff wurde, die Golfo Azzurro, die damals von Proactiva betrieben wurde, stand kurz davor, nach Tripoli entführt zu werden. So ziemlich jedes NGO-Schiff wurde schon von libyschen Schiffen geschnitten, die Crews mit Kalaschnikows bedroht und so weiter. Und diese Mischung aus der erhöhten Gefahr auf dem Mittelmeer für die Crews im Einsatz in Kombination mit dem politischen Druck und der Kriminalisierung, mit dem Beschlagnahmen von Schiffen, der Entziehung von Flaggen, dem Verbot vom Einlaufen im Häfen und wenn man dann einmal drin ist, gefolgt vom Verbot des Auslaufens aus einem Hafen, hat dazu geführt, dass aus diesen etwa 11 Schiffen, NGO-Schiffen, die da noch vor 2 Jahren operiert haben, mittlerweile nur noch ein einziges es geschafft hat, in den Einsatz zu kommen. Das ist momentan die Alan Kurdi, die von CI betrieben wird. Und ansonsten gibt es dort unten keine privaten Seenotretter mehr. Und ich glaube, man kann es zusammenfassen, so, es gibt dort unten keine Seenotrettung mehr. Die europäischen Kriegsschiffe von Sophia verlegen ihre Einsätze immer weiter in den Norden, damit sie auch ja zufällig kein Flüchtlingsboot finden, was sie dann im schlimmsten Fall noch retten müssen. Die libyschen Milizen fangen die Leute ab und es gibt dadurch, dass wir nicht mehr da unten sind, auch keine Zeugen mehr dafür, was dort tagtäglich immer noch passiert an Menschen, die fliehen und auf welche Art und Weise sie fliehen müssen und auch keine Zeugen mehr für die EU-gemachten Menschenrechtsverletzungen, die dort tagtäglich passieren. Das ist die Situation im Moment. Ich darf kurz vorstellen, nochmal Özlem Demirel, unsere designierte Spitzenkandidatin für das Europaparlament, die wir dieses Wochenende, die Liste werden wir dieses Wochenende wählen. Und diese Seenotrettung oder die Situation im Mittelmeer, das ist ja auch ein europäisches Problem.
Wie positioniert sich die europäische Politik, die europäische Linke, wir in dieser Situation? Und wie hat sich das entwickelt? Ja, ich komme gleich auf deine Frage zurück. Bevor ich das aber mache, wollte ich noch einmal ganz kurz, ganz persönlich, noch mal meinen Respekt vor den Menschen wie dir, Pia und anderen, die dort im Mittelmeer Menschen retten und dabei noch kriminalisiert werden oder bis hin zur Abhöraktion und welche Menschenrechtsverletzungen da auch teilweise in eurem persönlichen Umfeld stattfindet. Das finde ich ein Skandal und ich möchte ganz persönlich noch mal sagen, meinen Respekt haben die Menschen, die dort vor Ort wirklich dieses Elend sehen, das miterleben und trotzdem weiterkämpfen und weitermachen und dann auch kriminalisiert werden. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserer Haltung als Linke. Ich weiß, dass manchmal immer darüber diskutiert wird, weil die Linke ja vielleicht zum Teil widersprüchliche Aussagen in den vergangenen Jahren in dem Bereich gesagt hat. Es gibt wirklich niemanden in der Linken, die diese Situation im Mittelmeer gutheißen kann. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union, die sich immer wieder damit rühmt, für Aufklärung, für Humanismus zu stehen, bestimmte Werte zu vertreten, tatsächlich dort Menschen ertrinken lässt und dabei Menschen, die andere Menschen helfen, noch irgendwie kriminalisiert werden. Das ist ein Skandal. Unser Slogan ist da ganz klar. Menschen zu retten ist kein Verbrechen, sie ertrinken zu lassen schon. Und das macht gerade die Europäische Union am Mittelmeer, an der Festung Europa. Was ich auch noch ganz kurz in dem Zusammenhang sagen möchte, ich habe ja selber einen Migrationshintergrund aus der Türkei und bin Flüchtlingskind und habe kurdische Wurzeln. Und ich habe vor 2 Wochen ungefähr, glaube ich, war ein Interview von dir im ND drin und ich bin selber Mutter 2 kleiner Kinder. Deshalb hat mich das ganz persönlich an dieser Stelle auch ganz klar berührt. Du hattest davon geredet, dass ihr im eine Tiefkühltruhe ein 2- oder 3-jähriges Kind aufbewahren musstet, weil ihr es quasi nicht einfach aufs Meer rauslassen wolltet und gleichzeitig aber nirgendwo einen Hafen hattet. Und ich fand diese Schlagzeile sehr erschreckend und ich bin, wie gesagt, mit kurdischen Wurzeln und es gab vor 2 Jahren oder so eine Situation in der Türkei in den kurdischen Städten, wo es eine Ausgangssperre gab. Und da ist auch ein Kind erschossen worden und die Eltern konnten es aber nicht beerdigen und mussten es in der Tiefkühltruhe aufbewahren. Und ich weiß natürlich, bin ich naiv, ich weiß natürlich um die Heuchelei der verschiedenen politischen Situationen und der herrschenden Menschen auch in Europa, aber ich hätte nicht gedacht, dass dasselbe, was dort passiert ist, in der Türkei, was hier zum Teil auch skandalisiert wurde von deutscher Politik, quasi an den Grenzen von Europa passiert und darüber geschwiegen wird, die Bundesregierung darüber nicht redet, andere Seiten, europäische Vertreter nicht darüber reden und dass es da solche Parallelen geben kann, das ist schon, finde ich, katastrophal. Ja, was sagt die Linke? Wir brauchen legale Fluchtwege, das ist eine klare Haltung. Wir brauchen eine Europäische Union, wenn sie sich mit den Werten Aufklärung, Humanität aufrüstet, die ganz klar eine andere Migrationspolitik macht. Wir müssen ganz klar sagen, dass Menschen, die hierher fliehen, nicht fliehen, weil sie Langeweile haben, sondern weil sie tatsächlich perspektivlos sind. Und diesen Menschen muss eine Perspektive gegeben werden. Und wer wirklich was gegen Fluchtbewegung machen möchte, der müsste Fluchtursachen bekämpfen. Aber die reale Politik der Europäischen Union tut dies gerade nicht. Wir diskutieren gerade zum Beispiel darüber, Waffenexporte noch weiter zu erleichtern auf europäischer Ebene. Das ist doch genau der falsche Weg. Das führt doch zu noch mehr Fluchtbewegungen. Ich möchte gerne zwei Fragen aus dem Publikum sammeln. Wir haben 2 Saalmikrofone. Da gerne reinsprechen. Gibt es, wir bitten davon, von Co-Referaten abzusehen, aber gibt es jemanden, der gerne eine Frage hat? An Pia, an Özlem? Dort ist eine. Nee, ich bin nicht die Fragestellende. Ich gebe es weiter.
sofort. Ja, hier. Ja. Und zwar ist meine Frage, was macht denn die Europäische Union gegen die neue Al-Qaida oder ISIS in Libyen? Weil letzten Endes sind das ja kriminelle Milizen, die mit europäischen Waffen beliefert werden und die ein ganzes System haben, wie sie diese Menschen versklaven, quälen und dann auch noch deren Organe verkaufen. Was macht denn Europa genau in diese Richtung? Noch eine weitere Frage? Gut, dann machen wir die. Also ich persönlich bin noch nicht im Europaparlament, insofern kann ich dir nicht jede Debatte aus dem Europaparlament in dem Zusammenhang berichten. Aber was ich tatsächlich sagen kann, ist, die Europäische Union macht keine Politik, die solche Terrororganisationen, die sich gerade bilden, wirklich bekämpft, in dem Sinne, dass sie weniger werden. Die europäische Politik ist im Moment darauf ausgerichtet, Menschen, die hierher fliehen, wegzulassen. Das heißt, dass die europäische Politik im Konkreten auch Augen verschließt vor Strukturen, die wie zum Beispiel ISIS oder andere ähnliche Al-Qaida-Strukturen bilden und diese sogar unterstützen. Ein anderes Beispiel, wo ich dir jetzt aus einer anderen Situation was sagen kann, wir wissen zum Beispiel, dass in der Türkei und Präsident Erdogan ISIS-Strukturen zumindest in Syrien begünstigt hat. Das wissen wir. Und trotzdem wird zum Beispiel mit solchen Menschen zusammengearbeitet. Das heißt, die Ausrichtung der europäischen Politik, die muss endlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden und die muss sich konkret und grundlegend da ändern. Das wird aber im Moment nicht gemacht, weil das primäre Ziel ein ganz anderes ist. Das primäre Ziel ist, Menschen hier fernzuhalten. Und wenn in dem Zusammenhang in verschiedenen Staaten, in Afrika, Nordafrika oder auch in Asien, zum Beispiel vielleicht auch solche terroristischen Strukturen unterstützen, dann wird auch mal ein Auge verschlossen. Da hinten ist noch eine Frage. Gerne, Irmgard, gerne mit Mikrofon, weil dann wird die Frage, zumindest der Wortlaut, auch aufgezeichnet. Ich habe eine ganz persönliche Frage an Pia. Pia, du bist ja nun Boiler-Mädchen und mich interessiert einfach sehr dein persönlicher Werdegang. Wie bist du dazu gekommen, zu dieser Arbeit und zur Juventa? Das war ein relativ natürlicher Werdegang. Ich mache einfach immer das, was mir gerade wichtig ist und mich am meisten interessiert. Und ich bin durch den Meeresschutz zur Seefahrt gekommen, habe mehrere Jahre auf den Schiffen der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gearbeitet und habe dann natürlich auch mitbekommen, was auf dem Mittelmeer los ist, beziehungsweise da von staatlicher Seite und Hilfe alles nicht los ist, und habe mich dann einfach ganz normal dort beworben, weil ich einfach als aus dieser Kombination aus Seefahrerin und Europäerin, die ja allein durch das Glück der Geburt unendlich überprivilegiert ist, dass einfach klar war, dass ich dort helfen musste, dass mit diesen Privilegien und meinen Fähigkeiten sich da einfach eine Verpflichtung raus ergibt. Und war ehrlich gesagt erstaunt, wie wenig Leute es gab, gerade in den Positionen, die nicht von jedermann gefüllt werden können, also wie zum Beispiel Kapitäne oder Maschinistinnen, wie wenig Freiwilliges dort gibt, und bin deswegen ein bisschen dort hängen geblieben, beziehungsweise jetzt ja auch dadurch, dass ich eine von denjenigen bin, gegen die ermittelt wird, auch einfach ja, leider sehr gefangen in einem Prozess, von dem ich befürchte, dass er einer der wichtigsten Menschenrechtsprozesse in Europa werden wird oder schon ist, weil, wie gesagt, sich dadurch sehr viel entweder widerlegen oder legitimieren lassen wird, wie wir mit europäischer Grenzpolitik, Abschottungspolitik und dem gewollten, gesehenen, gemachten Tod so vieler Menschen umgehen. Pia, kannst du uns kurz einen Abriss dazu geben,
wie im Moment die Situation im Verfahren ist. Was genau wird dir von wem vorgeworfen? Seit wann? Was sind die nächsten Schritte im Prozess? Kannst du uns darüber etwas erzählen? Kannst du uns darüber etwas sagen? Ja, also wir wissen seit Juni letzten Jahres, dass gegen 10 Juventa-Crew-Mitglieder ermittelt wird, wegen des Verdachts auf Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Ich wurde vorhin schon aus dem Publikum darauf angesprochen, aber wurden diese Menschen nicht auf die Schiffe der italienischen Küstenwache übergeben? Ja, genau. Also wenn hier illegale Beihilfe zur illegalen Einwanderung passiert ist, dann hat genau die das Land, von dem wir jetzt angeklagt werden, da genauso mitgespielt. Wir können davon ausgehen, dass im Sommer Anklage erhoben werden wird. Die Anwälte sind sich nach inoffizieller Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sehr sicher, dass es zur Anklage kommt. Worum es genau dann geht, wird sich erst dann herausstellen, weil wir bis jetzt noch keine Akteneinsicht haben. Das heißt, wir haben jetzt halt extrem viel Vorarbeit, weil wir einfach flächendeckend Missionen aufarbeiten müssen, Material durchgehen müssen. Ja, und sehr viel Geld sammeln müssen, weil es einfach ein sehr teures Unterfangen ist, einen Prozess auf diesem Niveau zu führen bzw. führen zu müssen. Wir können davon ausgehen, dass sich das Ganze noch etwa um die 3 Jahre ziehen wird, bis es dann endlich zum Urteilsspruch kommen wird, von dem ich heute davon ausgehe, dass er ein Freispruch wird, wenn ich mir die Entwicklung in Europa angucke und wie viele Salvinis, Orbans und Heimathorste wir hier rumspringen haben, weiß ich nicht, müssen wir in 3 Jahren nochmal schauen. Ich wollte gerne noch eine Frage oder Anmerkung hinzufügen zum Thema die Bekämpfung von Fluchtursachen, wo ich finde, dass auch gerade bei der Linken das Thema Umweltschutz deutlich größer auf dem Plan stehen müsste. Der Klimawandel wird die Hauptfluchtursache überhaupt sein. Es spielt jetzt schon in ganz vielen Gegenden mit hinein, aber es wird über die Jahre nur besser. Und ja, mit Kohleabbau und dergleichen werden wir da nicht hinkommen, das zu verändern. Und auch wenn es nicht ganz so perfide ist wie die Waffenlobby, ist es genauso bekannt und die Zusammenhänge genauso offensichtlich. Teuer war ein gutes Stichwort. Ich gebe mal die Büchse rum. Gerne voll machen, damit das Verfahren gegen Pia mit den bestmöglichen Mitteln stattfinden kann und der Freispruch möglich wird. Eine weitere Frage? Ja, gerne. Ja, ein bisschen angrenzend an das, was du vorhin schon erzählt hast. Wir haben ja im Film gesehen, dass als die 3 Jungs über den Strand spaziert sind, sie eigentlich gesagt haben, ja, uns kann ja nichts passieren, wir retten ja Menschenleben und wir stehen da ja auf der sicheren Seite, Punkt. Und natürlich ist uns mittlerweile klar, dass das nicht der Fall ist. Aber wann war der Moment, wo ihr gemerkt habt, Mist, das geht tatsächlich an uns und uns kann jemand was und mit allen Überzeugungen, mit denen wir stehen, da kann uns trotzdem jemand ja, rechtlich Probleme machen. Und inwiefern hat das eure, weiß ich nicht, hat euch das bestärkt in eurem Vorhaben? Hat das eure Moral irgendwie gekippt? Oder wie seid ihr damit umgegangen eigentlich, als ihr festgestellt habt, scheiße, jetzt geht's an uns? Es war den NGOs natürlich schon längere Zeit bewusst, dass wir dort nicht gerne gesehen sind, aus besagten Gründen. Einmal all diese Menschen nach Europa zu bringen, eine Unmenge von Menschen, die 0,02% der europäischen Bevölkerung ausmachen, die diese verarmte EU ja mit Sicherheit nicht helfen kann und halt ja die Zeugnisse, die wir einfach von der Situation ablegen können. Es gab damals den Versuch, den sogenannten Code of Conduct einzuführen von der italienischen Regierung, den NGOs aufgedrückt, der zum Teil entgegen dem See- und Völkerrecht war. Einige NGOs, darunter auch
Jugend rettet, haben sich geweigert, diesen Code of Conduct zu unterschreiben. Genau im gleichen Moment war das Schiff beschlagnahmt. Die Beschlagnahme des Schiffes hat uns überrascht, danach allerdings gar nichts mehr, weil wir auch durch die Beschlagnahmungsakte Aufschluss darüber bekommen haben, mit was für einem Riesenapparat dort gegen NGOs im Mittelmeer gearbeitet wird. Es gab verdeckte Ermittler, Spitzel auf anderen NGO-Schiffen, abgehörte Telefone. Unsere Brücke war verwanzt. 4 verschiedene Ermittlungsbehörden, darunter der italienische Geheimdienst, haben sich der Sache angenommen und seitdem häufen sich die Schikanen und Strafverfahren oder Anschuldigungen auf verschiedenen Ebenen bei allen NGOs. Der Moment, als wir dann letzten Sommer erfahren haben, dass gegen uns persönlich ermittelt wird, war deswegen nicht besonders überraschend, natürlich trotzdem aber schockierend, weil der Moment, wo es nicht mehr gegen einen juristischen Körper geht oder die Beschlagnahme eines Sachgegenstands, so sehr ich ihn liebe, dieses Schiff, es ist einfach eine ganz andere Nummer, wenn gegen Einzelpersonen vorgegangen wird, und das macht wütend. Ist auch ein bisschen Entsetzen dabei, dass sie sich das wirklich trauen. Allerdings sind auch gerade die Leute, die auf dieser Liste stehen, sehr politische Menschen, die das auch nicht nur aus humanistischer Nächstenliebe dieses Projekt angegangen sind, sondern Leute, die da vor allem auch eine sehr große politische Motivation hinter haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir dankbar für die Plattform sind, aber wir sind uns zumindest dieser Plattform bewusst und diesem Kampf, der uns damit an die Hand gelegt wurde. Und es gibt wenig andere Menschen, mit denen ich so gerne in so einer beschissenen Situation wäre. Also, Pia hat es ja schon angesprochen, die Kriminalisierung der Seenotrettung, die hat ja auch eine politische Dimension konkret. Matteo Salvini, Horst Seehofer, Orban, da stecken ja Leute hinter, die dann gegebenenfalls auch Druck machen. Jetzt stehen nun mal die Europawahlen vor der Tür. In Italien ist zu befürchten, dass die und auch in Frankreich, dass die Rechten sehr stark werden könnten. Wie gehen wir mit dieser Situation? Wie hat sie sich verändert? Wie gehen wir damit um? Ja, also selbstverständlich braucht man sich keine Illusionen machen. Wir haben ein Klima der Rechtsverschiebung. Wir haben ein Klima, wo Rassismus im Gegensatz zu früher auch offener ausgesprochen werden kann. Das ist nicht irgendwie von der Hand zu weisen. Ich kann mich noch an die Jahre erinnern. Das war noch irgendwie Anfang 2015, meine ich, in der Zeit, wo wirklich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind, damals, als wir immer wieder Berichte gehört haben, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ich kann mich an die Situation erinnern, wo sehr, sehr viele Menschen als Flüchtlingshelferinnen und Helfer aktiv waren. Diese sind es zum Großteil immer noch. Aber es war ein ganz anderes Klima. Und im Moment haben wir ein ganz anderes Klima. Mit der AfD, mit Lega Nord, mit verschiedenen rechtspopulistischen bis hin zu faschistischen Parteien in verschiedenen Regionen der EU. Das ist ein wahres Problem. Und wir müssen natürlich in diesem Fall gegen diesen Nationalismus, der dahinter steckt, auch klare Kante und rote Karte zeigen als Linke. Was ich aber an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen möchte, ist, es ist ein bisschen aber auch mehr. Zur Wahrheit gehört nämlich, dass auch Deutschland sich über Jahre aus der Affäre gezogen hat. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Wir haben mit dem Dublin-Abkommen ein System geschaffen, wo Deutschland, weil wir eben nicht an einer Küstenregion sind, wo die Geflüchteten kommen, im Grunde sich ganz schön aus der Affäre ziehen konnte und sagen konnte, okay, weil da, wo sie die Geflüchteten als erstes hinkommen, da können sie einen Asylantrag hinstellen. Diese sogenannte auch Drittstaatenregelung, die da stattgefunden hat. Und das hat auch mit zur Folge gehabt, dass wir in bestimmten Regionen, in Italien oder Spanien, in diesen verschiedenen Regionen natürlich auch diese Länder mit dieser, ich mag das Wort nicht, das trifft es auch nicht, mit dieser Problemlage, dass sehr viele Menschen dahin kommen oder mit dieser Situation, dass sehr viele Menschen dahin kommen, ganz alleine gelassen hat.
Und ich finde, das gehört auch zur Aufgabe der Linken, bei aller Klarheit und Entschiedenheit gegen die Salvinis dieser Welt und auch gegen unsere eigenen AfDler und auch zum Teil CSU rechtspopulistische Äußerungen vorzugehen, gehört aber auch zur Wahrheit zu sagen, dass Deutschland auch mehr Verantwortung übernehmen muss. Und ich finde, du hast selbstverständlich recht. Es sind Themen wie der Klimawandel, die mit eine Fluchtursache sind. Es ist ja noch mehr. Es sind Handelsverträge, es ist die Verarmung verschiedener Regionen dieser Welt, weil man auch sich an deren Ressourcen bedient hat. Es ist die Wirtschaftspolitik, die zugrunde liegt. Also das Thema und die Facetten sind ja da sehr weit. Es ist nicht nur Krieg, sind nicht nur die Waffenexporte, da bin ich ganz bei dir. Aber wir haben ein reales Problem, wir haben eine Rechtsverschiebung und es ist auch ein Beitrag Deutschlands, dass man sich jahrelang aus der Affäre gezogen hat, warum diese Rechtsverschiebung in bestimmten Regionen ein bisschen befördert wurde. Und wir haben zwei Probleme, noch eine weitere Problemlage, finde ich, die man auch noch mal klar benennen muss. Das eine ist, dass, da geht es um Leben und Tod, dass Menschen ertrinken im Mittelmeer, dass sie gar nicht hierher kommen können. Aber auch die Situation, dass Menschen, die in Europa dann Fuß fassen können, in Europa sind, unter welchen Verhältnissen sie zum Teil leben. Also wenn man sich das in Spanien anguckt, wenn man sich das in Italien anguckt, wenn man sich da zum Beispiel anguckt, dass diese Menschen teilweise illegalisiert unter den schlimmsten Bedingungen als Landarbeiter arbeiten müssen und überhaupt keine Rechte haben, wo dann auch Gewerkschaftsrechte oder gewerkschaftlich durchgesetzte Errungenschaften auch damit kaputt gemacht werden, dann finde ich, dass dieses Problem, es hat diese emotionale Komponente, aber dieses Problem, womit wir es zu tun haben, ist viel größer. Es geht nämlich meines Erachtens darum, ob wir eine gerechte Ordnung haben, eine gerechte politische Ordnung haben, wo jeder Mensch, egal woher er kommt, gleich viel wert ist und ob wir eine gerechte Wirtschaftsordnung haben. Das ist für mich sogar der Ursprung, dass Menschen überhaupt gezwungen sind zu fliehen. Denn wenn Menschen aus Afrika kommen, wenn sie da fliehen, dann fliehen sie ja nicht, weil sie sagen, hey, ich will mal Europa sehen und setze mich deshalb auf ein Schlauchboot, sondern sie fliehen, weil sie sich eine größere Perspektive hier erhoffen. Sie fliehen aus politischen Gründen, sie fliehen aber auch aus zum Beispiel der puren Armut, die in diesen Regionen herrschen. Und ich finde zum Beispiel auch diese Trennung zwischen politischen Flüchtlingen und Armut, sogenannten Armutsflüchtlingen, von denen in der Politik immer die Rede ist, auch grundtief falsch, weil das ist auch ein Fluchtgrund und das muss auch von uns eigentlich als Asylgrund anerkannt werden. An der Stelle ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, wenn Flüchtlinge ausgebeutet werden, ja, dann wären wir im Prinzip alle ausgebeutet. Wenn mit Flüchtlingen Gewerkschaftsrechte unterdrückt werden, ja, dann trifft uns das im Prinzip alle, ja, weil das natürlich ein Hebel ist, um seine Profitinteressen durchzusetzen gegen die Bedürfnisse von Menschen. Ja, und das kann uns alle treffen und deswegen ist es so wichtig, da Solidarität zu üben und da für gleiche Rechte für alle Menschen zu kämpfen, weil das eben die Grundlage ist, dass jeder Mensch ein faires Leben haben kann. Ich habe jetzt zwei Fragen gesehen, einmal dort und einmal dort. Die nehmen wir beide gern auf. Er hatte sich zuerst gemeldet und dann war auch da eine Dame gleich. Zuerst der Herr. Der Film ist gedreht worden von RAI. Ich vermute nicht, dass das die öffentliche italienische Fernsehanstalt ist. Da stand RAI. Das ist nicht die RAI, ne? Nein, das ist nicht die RAI. Okay, die hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Ja. Dann hatte ich da noch eine Wortmeldung gesehen. Dann nehmen wir die. Ja, ich stehe trotzdem auf, dann sieht man mich auch. Ich heiße Michael und was mich noch interessiert hat, ich will nicht so die politische Ebene jetzt so lang beleuchten, also die Meinungsbildung und die verschiedenen Sachen kann ich mir auch anlesen, aber bestimmte Dinge kann ich mir nicht anlesen. Das ist zum Beispiel, was mich interessiert, Pia, noch so eine Aussage darüber, wie sieht denn so die Vernetzung aus auf der europäischen Ebene? Wir haben so ein bisschen sehr stark nur die deutsche Ebene gesehen. Ich habe aber gesehen, dass es in Englisch gedreht worden ist. Verschiedene Leute waren dabei. Ich glaube, es ist ganz bestimmt ein Problem, Personal, Kapazitäten, Kompetenzen auch zu finden, die so die Arbeit leisten können auf solchen Schiffen.
so wie du ja auch angeheuert hast, um diesen Job auch zu machen. Es ist nicht einfach, Leute zu finden, aber wie sieht da so die Vernetzung auf der europäischen Ebene aus, so als, also nicht auf der politischen Ebene, sondern auf der Ebene von denjenigen, die tatsächlich auch was agieren und sich zusammentun, jetzt mal abgesehen davon, dass wir natürlich finanzielle Mittel auch brauchen, um das Ganze zu fördern und zu unterstützen auf der NGO-Ebene, aber das würde mich so interessieren, wie läuft das so zusammen, welche verschiedenen Länder kommen da rein, welche NGOs sind dabei? Also zwischen den NGOs ist das Ganze sehr eng, weil wir alle mit sehr, sehr ähnlichen Problemen und Vorwürfen konfrontiert sind, selbst wenn sich die NGOs dann zum Teil ein bisschen unterscheiden. Die einen haben vielleicht ein bisschen mehr die humanitäre Hilfe im Vordergrund, andere eher einen politischen Ansatz. Es gibt NGOs, die dort unten tätig waren oder es immer noch sind oder es zumindest probieren, aus verschiedenen europäischen Ländern. Es gibt relativ viele Vereine aus Deutschland, das war einmal oder ist Jugend rettet, Sea-Watch und Sea-Eye. Dann gibt es aus Frankreich SOS Mediterranee, die Aquarius betrieben hat. Es gab Moas, die sich aber auch zurückgezogen haben, weil es ihnen zu gefährlich wurde und politisch zu brisant. SOS Mediterranee, deren Schiff wurde die Flagge entzogen, mehrfach, und das Schiff in Häfen festgesetzt. Es gibt die spanische NGO Proactiva, die dort die Open Arms, die auch in Spanien im Hafen festsitzt, und die Astral, ein Segelboot, betrieben hat. Es gibt noch eine andere spanische bzw. baskische NGO SMH, deren Schiff durfte den Hafen niemals nie verlassen. Also untereinander arbeiten wir sehr eng miteinander. Es gibt auch viele Menschen von Land, die uns ganz toll unterstützen. Allen voran, was es zumindest auf operationeller Ebene angeht, ist das Alarmfon. Also wenn heute einer noch nicht genug gespendet hat, dann schaut nach, was das Alarmfon ist. Das ist ein ganz großartiger Zusammenschluss aus Menschen, die mit privaten Notrufen aus verschiedenen Ländern wie zum Beispiel Libyen oder Marokko umgehen, um diese Anrufe dann weiterzuleiten an die NGOs und an die offiziellen Behörden von Menschen, die Angst haben, selber sich bei den staatlichen Stellen zu melden, und durch deren Arbeit und dadurch, dass deren Telefone 24 Stunden am Tag immer, immer, immer besetzt sind, wurden schon extrem viele Menschen gerettet und vor allem auch ganz viel politische Arbeit geleistet, dass wir überhaupt noch nachvollziehen können, wie viele Fälle von Seenotfällen gibt es, die den Behörden gemeldet werden offiziell und gar nicht erst bei uns NGOs mehr ankommen, zum Beispiel, dass die staatlichen Seenotleitstellen dort entgegen ihrem eigentlichen Daseinsgrund, Berechtigungsgrund agieren. Was das angeht auf NGO-Seite, ist es sehr gut vernetzt. Wir erhalten viel Support, auch immer in den Häfen, in denen wir sind. Da gibt es dann auch in jeder Stadt, in der sehr häufig Flüchtlinge an Land gebracht werden, sei es von den NGO-Schiffen oder von den staatlichen Schiffen, wie zum Beispiel dann in Lampedusa und auf Sizilien. Da gibt es auch ganz, ganz viele tolle, kleine, lokale Organisationen, die sich dann darum bemühen, dass diese Menschen überhaupt ein faires Anmeldeverfahren dort bekommen, dass sie nicht noch mehr, als sie es eh schon werden, rumgeschubst werden, dass manchmal auch ein Traumateam da steht, wenn eine Rettung besonders schlimm war und besonders viele Menschen dabei gestorben sind. Also was das angeht, da sieht das sehr schön aus. Jetzt gibt es ja vor allem im letzten Jahr, im letzten Sommer, gab es mehrere Oberbürgermeister, die angekündigt hatten oder Bereitschaft erklärt hatten, kleinere Gruppen aus Seenotgeretteter von Seenotgeretteten aufzunehmen. Und da würde ich gerne eure Meinung hören, wie ihr dazu steht, wie ihr das findet. Für uns ist es
natürlich sehr schön, wenn so ein Oberbürgermeister sowas sagt. Was für uns wirklich schön ist, sind Bewegungen wie zum Beispiel die Seebrücke, die ganz, ganz viele tausende Menschen auf die Straße bringt und die auch tatsächlich dazu stehen, was sie dann dort auf der Straße rufen und sagen. Wenn eine Stadt sagt, dass sie gerne Flüchtlinge aufnehmen möchte, dann ist das immer ein sehr schönes Zeichen und in diesen dunklen Zeiten begrüßen wir jedes Zeichen. Allerdings habe ich bis jetzt auch noch von keiner Stadt mitbekommen, dass sie sich immens darüber aufgeregt hätte, dass es ja überhaupt gar nichts bringt, wenn sie das anbietet, weil es völlig egal ist, ob jetzt Bonn, Hamburg, Berlin sagt, wir haben Platz für 47 Leute, überraschenderweise. Das Ganze muss vom Innenministerium, das Ganze muss vom Heimathaus bewilligt werden. Das wissen wir alle, dass er sich da nicht unglaublich für ins Zeug legen wird. Und ich habe von keinem dieser Oberbürgermeister bis jetzt mitbekommen, dass sie sich da öffentlich besonders laut drüber beschwert hätten, dass diese Menschen nicht tatsächlich bei ihnen angekommen sind, sondern das halt gerne als, man weiß es nicht, Lippenbekenntnis oder Stimmungsmache benutzt wird. Ich kann mich dem eigentlich anschließen. Das Signal finde ich nichtsdestotrotz wichtig und ich glaube, dass diese Signale sich auch vermehrt haben. Also wir haben übrigens als Linke ja auch in verschiedensten Kommunen diesen Antrag für Solidarity Cities und so gestellt. Aber dieses Signal ist, glaube ich, auch ein Erfolg der Bewegung der Seebrücke, weil nachdem wieder mehr Menschen auf die Straße gegangen sind, genau das problematisiert haben, was gerade passiert im Mittelmeer, nachdem ist es auch so, dass die Bereitschaft wieder in einigen Parteien oder Kommunalstadträten irgendwie gestiegen, dann nochmal andere Symbole zu setzen. Ich finde die Symbole auch wichtig. Das Problem bleibt, was du gesagt hast, dass der Innenminister das ja erlauben muss. Und ja, von den Oberbürgermeistern kann ich das jetzt gar nicht sagen, ob ich einen gehört habe. Aber ich weiß tatsächlich, dass unsere Genossinnen und Genossen in Berlin zum Beispiel das genau zum Problem gemacht haben und das problematisieren und auch deutlich machen, dass wir da eigentlich eine Änderung brauchen. Es braucht zwei Sachen. Das ist das halt vielleicht konkreter, was wir als Linke fordern, dass das einmal aufgehoben wird. Wenn zum Beispiel Länder bzw. Kommunen sagen, wir wollen es machen, dann muss es eigentlich keine Genehmigung mehr des Bundesinnenministeriums geben, meinetwegen vielleicht vom Länderinnenminister, das könnten wir ja dann in Berlin tatsächlich leisten. Also wir stellen da zwar nicht den Innenminister, aber sind da halt auch in der Regierung. Das muss sich halt ändern, das ist klar, das ist eine Hürde auf dem Weg dahin. Und was wir auch irgendwie fordern, ist, dass eigentlich Kommunen, die sich dazu bereit erklären und das dann tatsächlich auch machen, auch eigentlich nochmal Unterstützung brauchen, auch personelle oder halt auch finanzielle Unterstützung vom Bund kriegen müssten dafür, dass sie das machen. Und dafür, dass sie da bereit sind, mehr Menschen aufzunehmen und ihnen dann auch direkt von Anfang an den Zugang zur Integration zu ermöglichen. Das sind so zwei konkrete Forderungen, die wir als Linke aufstellen. Danke. Seebrücke ist ein gutes Stichwort, weil es ja auch nicht dabei bleiben kann. Okay, wir wissen, was alles schief läuft, was gemacht werden müsste oder was man von Politikern fordern müsste. Aber es geht ja auch tatsächlich darum zu sagen, okay, was kann ich eigentlich tun? Was kann ich in meiner näheren Umgebung tun? Was kann ich in meiner Kommune tun? Wo kann ich aktiv werden? Deswegen freue ich mich sehr, dass Vertreterinnen der Seebrücke heute da sind und möchte ganz kurz das Wort an Anna Paulitsch geben, die kurz nach vorne kommt und die Arbeit der Seebrücke kurz vorstellt hier in Bonn. Dankeschön. Ja, mein Name ist Anna Paulitsch und ich bin hier mit ein paar anderen, die auch heute Abend da sind, in der Seebrücke aktiv. Wie viele hier vielleicht wissen, ist die Seebrücke eine Bewegung oder ein Bündnis oder viele ganz kleine Bündnisse, die sich in Deutschland seit dem Sommer 2018 rausgebildet haben, nachdem die Lifeline Ende Juni mehrere Tage lang in keinen Hafen einlaufen durfte mit mehr als 200 Leuten an Bord. Seitdem hat sich diese zivilgesellschaftliche Bewegung eben überall in Deutschland rausgebildet. Da sind Einzelpersonen und Organisationen dabei, die, keine Ahnung, von der Antifa bis zur Diakonie reichen. Also da kommen wirklich sehr viele Leute zusammen. Das ist auch hier in Bonn so.
Und wir setzen uns in erster Linie dafür ein, dass zivile Seenotrettung entkriminalisiert wird und dass die europäischen Staaten ihrer völkerrechtlichen und humanitären Verpflichtung nachkommen, Menschen, die in Seenot sind, auch aus dieser zu retten. Dann ist der Begriff der sicheren Häfen bei uns ganz wichtig. Das wurde ja schon genannt, dass gerade die Seebrücke auch versucht, deutsche Städte dazu zu bewegen, sich solidarisch zu erklären und sich zu sogenannten sicheren Häfen zu erklären, was unter anderem der Bonner OB ja auch gemacht hat. Aber wie Pia eben schon sagte, ist da eben auf kommunaler Ebene nicht so viel zu machen. Wir haben auch als Bonner Seebrücke einen Bürgerantrag gestellt im Herbst darauf, dass die Stadt Bonn, ich glaube ungefähr 200 Menschen, hat mir gesagt, die aus Seenot gerettet wurden, aufnimmt. Wir wurden da auf den Königsteiner Schlüssel verwiesen. Genau, da ließ sich nicht sehr viel machen, aber ich wurde auch gerade darauf hingewiesen, dass sich da in Köln was bewegt hat und die Stadt sich Köln sich da eben jetzt auch wirklich dafür einsetzt. Genau, und des Weiteren setzen wir uns eben auch dafür ein, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten allgemein eine solidarischere Migrationspolitik verfolgen, das heißt Fluchtursachen bekämpfen, legale Einreisemöglichkeiten schaffen und vor allem auch Leuten Zugang zu fairen Asylverfahren verschaffen. Genau, und was wir da genau machen, ist, wir versuchen politischen Druck aufzubauen, unter anderem eben durch so Sachen wie diesen Bürgerantrag, den wir gestellt haben, die öffentliche Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und eben dahingehend zu verschieben, dass auch angesichts des Rechtsrucks Menschen Verständnis dafür also entwickeln, dass Seenotrettung einfach wichtig, nötig ist, Menschenrechte verteidigenswert sind. Dazu machen wir Demos, Mahnwachen, Infostände und darüber hinaus versuchen wir eben auch so ein bisschen Bewusstseinsbildung zu betreiben. Unter anderem planen wir gerade eine Vortragsreihe, wo ich auch gleich auf dich einen Anschlag vorhaben werde. genau, und ja, wir suchen auch immer Leute, die Lust haben, mit anzupacken. Wir haben hier auch Flyer ausgelegt, wenn ihr welche haben wollt. Wir haben auch noch mehr dabei. Nehmt euch die gerne mit und kommt zu unseren offenen Treffen. Die sind immer auf Facebook. Jedes Treffen ist offen, also ihr seid herzlich willkommen. Und dann noch aus aktuellem Anlass, wie Pia eben schon sagte, sind im Moment alle Rettungsschiffe in Häfen von Malta, Italien oder Spanien festgehalten. Nur die Alan Kurdi von CI ist noch unterwegs. Deswegen hat die Seebrücke diese Woche vom 18. bis 24. Februar zur Urgent Action Week ausgerufen, Free the Ships. Und in dem Rahmen haben wir Postkarten gedruckt, die ihr euch einfach mitnehmen könnt und an die Botschaften von Italien, Malta und Spanien hier in Deutschland schicken könnt. Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Die liegen hier in relativ geringer Anzahl aus, aber da haben wir auch noch mehr dabei. Das heißt, nehmt ihr euch einfach mit und schickt sie ab und ja, so könnt ihr auch selber im Kleinen was für Seenotrettung tun. Ich glaube, ihr trefft euch mittlerweile alle 2 Wochen in der Vergangenheit im... Ja. Genau, also unser nächstes Treffen findet am 11. März um 19 Uhr in der evangelischen Studierendengemeinde statt. Die Adresse weiß ich jetzt nicht genau, das ist in Poppelsdorf, an der Poppelsdorfer Allee und Königstraße. Okay, genau. Und dann voraussichtlich danach ab dem 25. März dann in der alten VHS, das ist aber noch nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, das wird dann auf Facebook stehen und für die, die kein Facebook haben, wir bemühen uns gerade darum, dass wir irgendwann auch bald mal eine E-Mail-Adresse haben, dann könnt ihr uns auch auf dem Weg kontaktieren. Danke. Genau, wir machen noch eine Fragerunde und dann kommen wir dann auch langsam zum Schluss. So. Mein Name ist Christian. Ich wollte erst mal sagen, dass ich euer Engagement auf den Booten von Anfang an
ganz faszinierend gefunden habe und auch unterstützt habe. Ich bin einer von mehreren hundert Bürgern, die in Bonn einen anderen Weg für legale Flucht ermöglicht haben, nämlich Bürgschaften für Flüchtlinge gemacht haben. Und wir kämpfen auch seit 5 Jahren darum, nicht kriminalisiert zu werden. Also jeder von uns soll Tausende von Euros bezahlen. Es sieht jetzt so aus, als wenn wir unseren politischen Kampf erfolgreich durchstehen, aber ist immer noch nicht ganz sicher. Und euch kann ich nur wünschen, dass ihr das durchhaltet bis zum Europäischen Menschengerichtshof. Wird das 10 Jahre dauern, nicht 3. Das ist eine total harte, lange Zeit und ihr braucht sehr viel Durchhaltevermögen und auch Speck, Geld und so weiter, um das wirklich hinzukriegen. Da wünsche ich euch die Kraft dafür. Und zum politischen Kontext noch, ich glaube, das Ganze ist auch ein Versagen der linken politischen des linken politischen Spektrums. Diese Rechtsverschiebung ist nicht von allein gekommen, sondern es liegt daran, dass der linken Seite nichts Ordentliches eingefallen ist und ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat und nicht dafür gesorgt hat, dass die Leute, die jetzt rechts wählen, an ihre eigenen Botschaften noch glauben. Und ich hoffe, dass das endlich sich ändert. Und die einzige Hoffnung, die ich darin habe, sind zivilgesellschaftliche Aktivitäten wie die Seebrücke, all diejenigen, die die Schiffe führen. Denn nur wir Zivilgesellschaftler haben noch die Chance. In Europa können wir noch arbeiten. Wie in vielen anderen Ländern ist das ja gar nicht mehr möglich. Ich hoffe, dass die Politik diesen Raum verteidigt bei uns, dass die Zivilgesellschaft diese Arbeit überhaupt noch machen kann. Ja, wir wollten uns nicht mehr allzu viel Zeit gönnen. 10 Minuten, 15 Minuten haben wir noch. Möchte jemand von euch direkt auf diese sammeln? Okay, dann sammeln wir noch ein paar. Maximal 3 und dann eine Abschlussrunde. Ja? Moment. Sie? Okay. Sie? Dann. Sie hatte sich noch nicht gemeldet. Und er. Genau, die 3 bitte. Okay. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage, weil Pia, du hattest vorhin gesagt, es gab einen Code of Conduct, den ihr hättet unterschreiben sollen, dass da völker- und seerechtliche, also dass da Widersprüche gab, ob du da ein Beispiel hast und ob das vielleicht auch zusammenhängt mit den ja jetzt sehr politisch motivierten Aktionen gegen euch, also inwiefern das, ja, also praktisch da die Zusammenhänge sind, weil erst dieser Code of Conduct, vielleicht kann man da ja schon was draus lesen, was die eigentlich von euch wollen, wo die eigentlich die große Angst vor euch haben, weil andererseits würden sie ja nicht so stark gegen euch vorgehen. Also es wird nichts Konkretes aus dem Code of Conduct, soweit wir das wissen, gegen uns verwandt. Das würde auch nichts bringen, weil es halt einfach nicht rechtsrelevant ist, was dort drinsteht. Es ging um die zum Beispiel, wie Seenotfälle gemeldet werden, Abwicklung. Das waren einfach Dinge, wo das nationale Recht Italiens einfach nicht über internationales Recht, wie zum Beispiel dann auch das Seerecht, gestellt werden können. Das war aber einfach nur ein Steinchen innerhalb der Schikane. Es ist, der Vorwurf ist und bleibt, dass wir ja halt zum größten Teil oder ja, es passierte halt, dass es ausschließlich Nicht-EU-Bürger waren, denen wir das Leben gerettet haben und dass es halt relativ unangenehm ist, wenn diese Menschen dann halt auch lebendig bleiben und nach Europa gebracht werden. Dort eine Frage und dann dort. Ich habe zwei kleine Fragen. Zwei kurze Fragen. Zum einen, es tauchte immer wieder die internationalen oder die staatlichen Seenotrettungsleitstellen auf. Was machen die denn, wenn keine Schiffe auf dem Meer sind? Was ist deren Auftrag? Was tun die? Welche Rolle spielen die? Und das andere ist, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja noch mehr Formen von Kriminalisierung von, nennen wir es eben Flüchtlingshilfe, als die Seenotrettung. Kannst du dazu auch noch was sagen?
Ja, also diese internationale Leitstelle für Seenotrufe, die, also solche verschiedenen Stellen gibt es weltweit. Für das Mittelmeer ist die Hauptzentrale Sitz in Rom und dort werden alle eingehenden Notrufe, laufen dort zusammen und von dort wird dann zur See hinaus gerufen und nach Hilfe gebeten. Also da geht es nicht nur um Flüchtlingsboote vor der libyschen Küste, da geht es auch um besoffene Segler in Cannes und alles dazwischen. Und diese Stellen sind eigentlich dann dazu verpflichtet, alle Schiffe in den relevanten Gebieten über einen Seenotfall zu informieren. Und so wurde das zumindest am Anfang auch immer mit uns gehandhabt, beziehungsweise auch alle Rettungen, die jemals von einer NGO im Mittelmeer durchgeführt wurde, wurde immer in Koordination und unter Informierung des sogenannten MRCCs in Rom durchgeführt. Mittlerweile gibt es sehr viele belegte Fälle von Notrufen, die rausgegangen sind, die dann einfach nicht mehr weitergegeben werden. Die Handelsschifffahrt hat ihre Routen extra verlegt, um gar nicht mehr in dem Gebiet zu sein, in dem Flüchtlingsboote zu vermuten sind. Es gibt mittlerweile auch leider viele Berichte über interne Memos, wo der Handelsschifffahrt, also von der Reederei gesagt wird, dass sie bitte an Flüchtlingsbooten vorbeifahren sollen, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen leider nicht tragbar sind, wenn man 2 Wochen sein Cargoschiff anhalten muss, weil man in keinen Hafen reinkommt. Also hat es auch Auswirkungen auf die Seefahrt generell. Die militärischen oder Küstenwachen, Schiffe Europas, die im Mittelmeer tätig sind, haben, wie gesagt, ihre Einsätze in den Norden verlegt, beziehungsweise selbst da wissen wir von genug Schiffen, die also europäischen Militärschiffen, auch deutschen Militärschiffen, die nichts machen, wenn sie Flüchtlingsboote sehen, weil sie auch niemandem Antwort stehen müssen. Und die zweite Frage zur Kriminalisierung von Solidarität, ja, das ist leider europaweit zu beobachten. Wir sind leider nicht der einzige Fall. Sarah und Shaw, die Seenotrettung zum Beispiel in Griechenland betrieben haben, stehen unter Anklage in Griechenland für das gleiche in Grün, dafür, dass sie Menschen aus Seenot gerettet haben und haben dafür auch schon 3 Monate in Untersuchungshaft verbracht. Die Stansted 15 in England sind gerade dafür verurteilt worden, weil sie eine unrechtmäßige Deportation von Menschen aufgehalten haben. Es gibt in der Schweiz, in Frankreich, in Dänemark ganz viele verschiedene Fälle von Menschen, die wiederum anderen Menschen auf der Flucht geholfen haben und die dafür strafrechtlich belangt werden beziehungsweise sogar verurteilt werden. Das heißt, das ist... wir sind kein Einzelfall, selbst wenn der Fall Mittelmeer ja schon ziemlich groß ist, sondern es ist ein europaweites Problem, dass Solidarität kriminalisiert wird, dass Fluchthilfe ein Schimpfwort ist und nicht mehr eine Ehrung, die man jemandem entgegenwerfen kann. Kriminalisierung heißt ja auch zum Beispiel, kann ja auch zum Beispiel heißen, dass einem der Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren verwehrt wird. Zum Beispiel haben wir jetzt aus Ungarn erfahren, dass dort systematisch Menschen, deren Asylbescheid abgelehnt wurde, die aber noch Einspruch einlegen können, nicht mehr mit Essen versorgt werden. Ja? Und keinen Zugang haben zum Rechtsbeistand, dass da auch in griechischen Lagern Menschen verwehrt wird, da anderen Menschen konkret zu helfen, die schon geflohen sind. Ich nehme nur noch die dran, die... Sorry, ich würde gerne noch eine Sache, das hätte ich, das Allerwichtigste, was ich zuallererst hätte sagen müssen. Der allerschlimmste Fall von Kriminalisierung ist derjenige, der jeder Flüchtende automatisch widerfährt, weil wir ihnen keine sicheren und legalen Einreisewege ermöglichen und darum genau die, die am allermeisten schutzbedürftig sind, weiß Gott schutzbedürftiger als ich mit meinem deutschen Pass und dem Zugang zu Bildung und Zugang zu so vielen Dingen, die mir hier einfach ermöglicht sind, noch viel schlimmer als das, dass diese Menschen automatisch, weil sie eh schon so ein Riesenproblem haben, dass sie automatisch in der Kriminalisierung, in der Illegalisierung
landen, dass du nicht Fuß setzen kannst auf diesem Kontinent, ohne dich dabei schon strafbar gemacht zu haben. Das ist die allerschlimmste Form der Kriminalisierung, die Standard und Methode hat bei uns. Ich nehme noch die dran, die noch keine Möglichkeit hatten, was zu sagen. Das ist noch der Herr, der sich gemeldet hatte. Und dann würden wir zur Abschlussrunde kommen. Es tut mir leid. Außer es ist, wir haben gerade, ich weiß, es ist immer hochrelevant. Das gibt Ärger. Das wird ja ganz spannend. Ja, mein Name ist Daniel Calderon, ich habe auch Migrationshintergrund, aber das tut mir zur Sache im Augenblick. Ich bin entsetzt darüber, oder ich finde das schon sehr zynisch, was ich gerade gehört habe, dass die Handelsschifffahrt sogar ihre Routen wechselt. Ich hoffe, dass das Traumschiff das jetzt auch nicht macht. Wahrscheinlich tut es nicht. Was heißt es? Das Traumschiff wird sowas nicht zu sehen bekommen. Meine Frage eigentlich war ganz kurz, wie verhält sich bis jetzt die deutsche Außenpolitik, das deutsche Außenministerium von der SPD geführt, Heiko Maas, speziell zu eurer Anklage? Es wird sich in Schweigen gehüllt. Wenn es um uns geht, traut sich im Moment keiner was zu sagen, da traut sich keiner sich vor die 10, gegen die ermittelt wird, von denen 7 die deutsche Staatsbürgerschaft haben, hingestellt und gesagt, es kann nicht sein, dass man für Seenotrettung und oder humanitäre Hilfe kriminalisiert wird. Das scheint einem zu heikel zu sein, sich dafür aufzustellen. Aus anderen Beispielen von, ich hatte das Glück bzw. Unglück, auf verschiedenen Schiffen zu sein in der Seenotrettung, die dann festgesetzt und beschlagnahmt wurden. Und auch bei all denen, die von deutschen Vereinen zum Beispiel betrieben worden sind, hat sich die deutsche Regierung immer sehr leicht damit getan und war sehr schnell damit zu sagen, das Schiff hat aber doch eine Flagge aus Holland, dann sollen die sich darum kümmern, oder ihr seid doch gerade in Malta, da habe ich doch jetzt auch nichts mit zu tun. Und also konkrete Hilfe gibt es da 0,0. Sind Sie noch dran oder nicht? Also ich denke, es gibt ja verschiedene Ebenen. Ihr rettet Menschen aus dem Mittelmeer, Özlem kämpft politisch für die Flüchtlinge, hoffentlich auch bald im Europaparlament. Und trotz aller Widrigkeiten schaffen es ja immer wieder Geflüchtete bis Bonn. Und auch hier ist Solidarität vonnöten innerhalb von Bonn. Und jetzt kommt mein persönlicher Werbeblock. Ich arbeite für einen Verein, der heißt Ausbildung statt Abschiebung und kümmert sich um geflüchtete Jugendliche. Und wir brauchen immer Unterstützung, die unsere Jugendlichen bei ihrer Berufswahl begleiten, die ihnen Deutsch beibringen und die ihnen helfen, hier zurechtzukommen. Nein, keineswegs. Überhaupt nicht. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema heißt Ausbildung statt Abschiebung, und wir suchen immer Leute, die diejenigen wenigen, die es bis Bonn schaffen, auch unterstützen. Danke. Ist im Internet zu finden. In der Tat gibt es verschiedenste Ebenen, auf denen man aktiv werden kann. Ich finde es sehr wichtig, auf der einen Seite Humanität zu zeigen und auf der anderen Seite tatsächlich auch politisch gegen die Fluchtursachen, die verschiedensten in dieser Facette, wie ich sie eben genannt habe, zu kämpfen. Ich wollte, nur damit es nicht so den Anschein erweckt, ich wollte schon nochmal auf Sie eingehen, ich wollte nur vorher sammeln. Ich gehöre zu denjenigen, glaube ich, bin auch so ein bisschen dafür in der Partei intern bekannt, die gerne bereit ist, sich selber persönlich und auch parteipolitisch auch mal zu hinterfragen und das auch mal auszusprechen. Insofern, wenn die Rechten immer stärker werden, wenn der Nationalismus stärker wird, dann kann man schon davon sprechen, dass es einen Mangel gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, die Hauptschuld, weil das ist nicht der Punkt, weil es
gibt viele, die haben gekämpft von der politischen Linken. Damit meine ich gar nicht nur unsere Partei, die ist ja viel breiter als nur unsere Partei. Die haben gekämpft, aufrichtig. Wir haben aber eine Situation gehabt, finde ich, wo wir eine Zeit lang sehr irritiert geguckt haben, als die AfD stärker wurde, weil man sich relativ sicher war, in Deutschland wird sowas in dem Ausmaß nicht passieren. Es gibt viele Zivilstrukturen und so weiter und so fort, wo man nicht schnell agieren konnte. Das heißt, wir waren in einer Situation, wo wir erstmal gekämpft haben, in Anführungsstrichen gekämpft haben, Protest gezeigt haben gegen die ganzen Demonstrationen von Pegida, Dugida, Begida, Kügida, welche sie auch immer gab. Und wir sind gar nicht den Schritt weitergegangen, um darüber zu reden, wie geht es den Menschen, die hier ankommen? Wie geht es den Menschen, die überhaupt nicht hierher kommen können? Wie geht es den Menschen, die im Mittelmeer ertrinken? Das war eine Situation, in der wir uns bewegt haben. Ich glaube, natürlich gibt es einen Mangel, einen politischen Mangel, aber ich gehöre auch zu denjenigen in der Partei, die sagen, ich finde sowieso nicht, dass Politik quasi anderen Leuten delegiert werden kann, den gewählten Vertreterinnen, den Parteien, sondern dass die Zivilgesellschaft immer entscheidend ist. Und deshalb auch mein Hinweis, wenn es Bewegungen wie die Seebrücke gibt, selbstverständlich sind wir als Linke Teil dieser Bewegung, aber erst dann, wenn es breite gesellschaftliche Bewegungen für oder gegen etwas gibt, dann können auch in Parlamenten auf der quasi institutionellen politischen Ebene Dinge durchgesetzt werden. Zumindest ist es für uns Linke, glaube ich, das Serum, wovon wir leben können. Wenn du Linker bist, wenn du grundsätzlich Dinge in Frage stellst. Deshalb ist es für uns wichtig, nicht nur zu sagen, okay, was macht ihr als Partei, sondern für uns ist wichtig zu sagen, okay, was können wir gemeinsam verändern, was können wir gemeinsam aufbauen, wo können wir gemeinsam Bewegungen aufbauen. Das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang finde ich schon eins wichtig, weil das jetzt auch ein bisschen um das Europaparlament geht. Auf EU-Ebene wird gerade aufgerüstet. Es gibt das Europäische Verteidigungsfonds. Es wird überall darüber geredet, dass wir eine europäische Armee brauchen, um uns zu verteidigen. Es geht um eine Interventionsarmee. Ja, Flucht ist nicht nur Krieg, Flucht sind nicht nur Waffenexporte. Aber das ist gerade die Politik. Und in den Köpfen wird gerade eine Stimmung gemacht, wo es heißt, da gibt es einen irren Trump, da gibt es einen irren Putin, da gibt es einen irren Erdogan. Und die gibt es alle, keine Frage, ich würde das auch sofort unterschreiben. Aber deshalb müssen wir als Europa aufrüsten. Und das ist genau der falsche Weg. Und ich kann an dieser Stelle schon sagen, weil ich jetzt schon ein bisschen irgendwie im Vorwahlkampf verschiedene Gespräche auch medial hatte, dieses Thema wird ein so zentrales Thema. Und ich habe das Gefühl bisher, dass die bei diesem Thema wir als Linke relativ allein stehen, weil die anderen eben von dieser Gesprächslogik, ja, aber wir sind ja die guten Europäer und wir müssen uns ja verteidigen, wenn andere irre unterwegs sind, beeindrucken lassen. Und ich würde mir wünschen, wenn Menschen sich einsetzen für Geflüchtete, wenn Menschen sagen, wir wollen legale Fluchtwege und so weiter und so fort schaffen, wenn diese Menschen auch genauso stark gegen diese Militarisierung, die gerade vonstatten geht, auf europäischer Ebene auch so stark und vehement vorgehen würden. Ich würde es sehr toll finden, wenn die Seebrücke und zum Beispiel Friedensbewegung gemeinsam am Ostermarsch sagen, wir kämpfen von unterschiedlichen Punkten aus, wir haben unterschiedliche Akzente, aber in der Frage sind wir uns einig, Aufrüstung führt zu mehr Flucht und Leid und wir wollen, dass endlich damit Schluss ist. Das wäre für mich wirklich ein Fortschritt. Das können wir machen, das finde ich gut. Allerdings ein neues Osterlied. Ich glaube, wir treffen uns das nächste Mal für das Schreiben eines neuen Osterliedes. Müssen wir auf einen anderen Termin legen. Wir haben 10 Uhr. Wir sind super in der Zeit. Ich danke vielfach für die Aufmerksamkeit, für das Kommen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich bedanke mich bei Özlem, dass sie so kurzfristig einspringen konnte. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Pia. Ich bedanke mich bei Pia, die uns an den Erfahrungen teilhaben lassen, die nur sie haben kann, weil sie vor Ort ist. Das kann von uns keiner nachfühlen, nacherfahren, was die vor Ort dort
geleistet haben, gemacht haben. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du hier warst. Wo ist die Spendenbüchse? Wo ist? Bimmelt? Wunderbar. Sehr gut. Ich wünsche ein schönes Nachhausekommen, noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.